Jetzt werden wir die Falten im Bild etwas abmildern und das mit Hilfe der hohen Frequenz bzw. Detailsebene und der niedrigen Frequenz bzw. Farbebene. Wir schauen uns jetzt einfach mal die beiden Ebenen separat an. Dazu halte ich die Alt-Taste gedrückt, klicke hier auf das Vorschaubild und hier sehen wir die aktuelle hohe Frequenzebene. Wir sehen, dass hier zum Beispiel diese Falten deutlich und dunkel zu sehen sind. Das heißt, auf dieser Ebene können wir diese Falten bereits abmildern. Ich halte wieder die Alt-Taste gedrückt, klicke auf die niedrige Frequenzebene und hier sehen wir zwar keine Details mehr, aber trotzdem, dass diese Bereiche dunkel erscheinen. Das heißt, auch auf dieser Ebene können wir arbeiten. Ich werde also wieder alles zusammen anzeigen, gehe zur niedrigen Frequenzebene und möchte hier schon einmal dafür sorgen, dass diese Bereiche etwas heller dargestellt werden. Das mache ich mit Hilfe des Reparaturpinselwerkzeuges, genauso wie wir vorher auch schon einzelne Hautflecken korrigiert haben. Diesmal möchte ich allerdings die Deckkraft sehr gering halten, ich würde mal sagen ungefähr bei 20%, können wir mal ausprobieren, wie das ist. Die Härte könnten wir ebenfalls reduzieren, ich würde mal sagen ungefähr so auf etwa 50 oder 43%. Und jetzt werden wir auf dieser Ebene arbeiten. Also nochmal darauf achten, dass hier oben bei der Quelle aktuelle Ebene ausgewählt ist. Wir wollen also jetzt von einem anderen Bereich der Haut die Farbe hierhin übertragen, aber mit einer sehr geringen Deckkraft, sodass wir diese Bereiche aufhellen. Ich würde sogar sagen, dass man das noch weiter reduzieren kann. Ich halte jetzt die Alt-Taste gedrückt, klicke auf diesen Bereich und male jetzt einfach mal hier, ohne abzusetzen, drüber. Das sieht jetzt tatsächlich kaum nach was aus, aber es hat sich was getan. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Wir können jetzt so weit gehen, wie wir wollen. Ich möchte dahingehend tatsächlich etwas sparsamer sein, aber das dient ja tatsächlich einfach nur zur Demonstration. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Dasselbe auf der rechten Seite, mit gedrückter Alt-Taste eine Farbe aufnehmen. Hier drüber malen. Wir sehen auch, dass das Kreuz mitwandert. Das heißt, wir nehmen hier entlang dieses Bereiches die Farbe immer weiter auf und übertragen sie an diesen Bereich. Dasselbe nochmal. Ich drücke jetzt mal nicht so stark, sodass wir tatsächlich nur die dunklen Bereiche erwischen. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, da dürft ihr natürlich weitergehen und das wirklich stark aufhellen. Das ist jetzt der Bereich auf der Farbenebene oder niedrige Frequenzebene. Ich wechsle jetzt zur hohen Frequenzebene. Hier können wir natürlich jetzt nicht mit Farben arbeiten. Wie gesagt, wir sehen hier zum Beispiel überwiegend ein mittleres Grau, dunkle und helle Bereiche. Wir müssen also diese dunklen Bereiche aufhellen. Wie können wir das am besten machen? Wir können natürlich ebenfalls mit diesem Werkzeug hier Bildbereiche aufnehmen und hier platzieren. Das könnte allerdings dazu führen, dass wir zum Beispiel auch die Struktur der Poren dann hier in diese Falte hineinkopieren. Das könnte unnatürlich aussehen. Was können wir also machen? Wir können beispielsweise das Pinselwerkzeug auswählen, dieses recht weich einstellen. Ich würde mal sagen, ebenfalls hier so ungefähr auf 30 oder 40%, vielleicht sogar niedriger. So. Und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass diese Bereiche aufgehellt werden. Und wie wir wissen, ein mittleres Grau wird transparent. Wir sollten also dafür sorgen, dass diese dunklen Bereiche etwas mehr in dieses helle Grau zurückweichen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir als Pinselfarbe ein mittleres Grau wählen. Das hatten wir ganz am Anfang des Videotrainings ja bereits so eingestellt, dass wenn ich jetzt Alt und D drücke, entsprechend unseres selbst definierten Tastenkürzels, wir jetzt hier ein mittleres Grau haben, was in diesem Modus lineares Licht transparent wird. Dadurch, dass wir jetzt aber zum Beispiel die Deckkraft stark reduzieren, ich würde mal sagen auf 15%, da können wir es mal ausprobieren, tragen wir dieses mittlere Grau nur ein wenig hier auf. Zum Beispiel gehen wir jetzt hier drüber. Vorher, nachher, wurde ganz dezent aufgehellt. Ich drücke nur ganz wenig hier auf diese Bereiche, wo diese Falte zu sehen ist. So, dasselbe auf der rechten Seite. Ich male also jetzt mit diesem mittleren Grau die dunklen Bereiche zurück. Sie verschwinden auf diese Weise gewissermaßen. Man sollte nicht übertreiben und man sollte auch genau gucken, wo man malt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an dieser Stelle malen würde, so würden jetzt hier die Poren verschwinden. Das kann ich mir ebenfalls zunutze machen, aber das zeige ich euch gleich erst. Ich werde jetzt erstmal die einzelnen Falten bzw. Fältchen hier etwas reduzieren. So zum Beispiel. Kann das natürlich auch machen, indem ich jetzt zum Beispiel das gesamte Bild anzeigen lasse. Ich muss nicht unbedingt mir nur diese Hochpassebene oder hohe Frequenzebene anzeigen lassen. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch mal machen. Ich wechsle jetzt einfach hier und schaue mir das direkt hier im gesamten Bild an. So, könnte auch hier das etwas aufhellen. Darauf achten, auf dieser Ebene wollen wir nicht die Farben bearbeiten. Dazu müssten wir wieder zur niedrigen Frequenzebene wechseln,
sondern die Details, zum Beispiel hier auch entlang der Nase, wenn wir das etwas aufhellen wollen, hier zum Beispiel, auch zum Beispiel hier bei diesen kleinen Fältchen, wo sie so lächelt. Das können wir auf diese Weise ebenfalls aufhellen. Hier in diesem Bereich, auch hier. Mit einer sehr geringen Deckkraft immer arbeiten, ganz wichtig. Könnt auch das aufhellen, so weit, wie ihr das natürlich treiben wollt. Ich gehe da immer gerne eher dezenter vor. So. Auf die Weise können wir das alles aufhellen. So. Das Schöne ist auch zum Beispiel in diesem Bereich, das hatte ich vorher schon in einem anderen Video angemerkt, hier sieht man zum Beispiel relativ dunkle Poren. Ich mache den Pinsel etwas kleiner. Und das können wir natürlich ebenfalls auffällen. Ich schaue mir nochmal die hohe Frequenzebene an. Ups, da bin ich leider etwas zu weit gegangen. So, und wir sehen hier entsprechend, dass diese Bereiche sehr dunkel sind. Wenn ich jetzt mit diesem Pinsel hier drüber male, dann sehen wir, dass ich eben auch diese Bereiche auffälle. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Diese dunklen Bereiche wurden aufgehellt. Auf diese Weise fallen diese auch nicht mehr so stark auf.